Hallo und herzlich willkommen zurück bei Ghost Recon Wildlands. Heute mit den Power Rangern. Ich bin der blaue Ranger. Hier haben wir den gelben, orangenen Ranger. Ich kann Farben nicht mehr auseinanderhalten. Und den schwarzen Ranger. Ich komme noch nicht drauf klar. Egal. Aufsitzen, Jungs. Abfahrt. Wir fliegen hier Sachen einsammeln. Und zwar. Wird sich werden. Fähigkeitspunkt oben an der Grenze. Nein, oder diese Ordnung. Ganz nach. Den oben rechts. Genau. Ganz oben rechts. Okay. Ist okay, ist okay. Hast du verstanden? Oha, da ist gerade was explodiert. Ist gerade einer runtergefallen oder einer executed? Oder war das ein Vogel? Nee, das war ich. Ich hatte gerade so ein Zivilisten. Schrei? Ja. Aber zum Glück sieht man meine Fresse nicht, wenn ich so Geräusche mache. Und lass mich mal bitte hier auf den Berg raus. Auf den Berg? Möchtest du auch auf den Berg raus, Felix? Ja, komm. Ach, schreib dich auch raus. Ich nehme die Drohne. Okay, also. Go, go, Power Ranger. Das ist der Sicario. Dicht bei dem Heli. Das ist ein zweiter Tango. Setze Drohne ein. Hier rennt irgendwo einer rum. Hab ich mal gehört. Ziel Nummer 3. Da ist er. Mit dem sind's 5. Ziel markiert, bald sein Umfeld im Auge. Gute Nacht. Gute Nacht. Hier ein Tango, Einheimische in der Nähe. Machen wir schnell die Unidad. Das ist einer. Einer Bunker drin. Sie können es kurz laut werden, aber sonst ist der Unidad-Soldat kein One-Hit. Zurück mit dir, sie werden dich sehen. Das war die Unidad. Okay. Wo ist der Typ hin? Ich hau doch mal kurz ein Dröhnchen raus. Ja, mach ich auch nochmal, weil ich sehe den Typen Granate, nicht. Granate, friss das, Motherfucker! Was ist das, Motherfucker? Und meine Lagerhalle ist noch einer. Weil du fragst, die Granate war nicht von mir. Das ist ja schön. Wir wissen jetzt auf jeden Fall Bescheid, dass wir da sind. Ne, bei mir steht noch verdächtig. Also noch verdächtigen sie uns nur, dass wir hier sind. Hey, wir haben einen Narko. Wie ist der denn? Da ist er. Okay, den Typ bei der Kirche habe ich. Ich warte darauf, dass der Typ endlich stehen bleibt. Bleib ja, ich hab ihn schon, ich hab schon angelegt. Und gute Nacht. Das war meiner! Den habe ich gerade abgeaimt. Gute Nacht, der auf der Straße ist auch. Alles okay, Walle, siehst du den hier? Die 1. Und die 2. Du hast mir gerade meinen Typen weggeschossen, Walle. Boah, den 1 sehe ich nicht, den 2er habe ich. Im Visier. Okay, ich nehm die 1. Okay, 1, 2. Rein. Hat war ein sauberer Headshot. Ja, ebenfalls. Also ich gehe mal ein bisschen rechts auf der Straße ist jetzt wieder Unit am Start. Das sind aber zwei Jungs. Ich sehe ein fünftes Ziel. Brauche ich eventuell kurz Hilfe. Oder ich mach's auf die laute Variante. Ja, ich habe 3 Stück mit einer Granate ausgeschalten. Ach, deshalb war das mit der Granate. Ist einer. Da war einer. Also ich kann die Jungs auch kurz wegfallen, wenn ihr wollt. Das hat er jetzt nicht gesehen. Ich mach die Unidad auf der Seite. Alles wird gut. Siehst mich nicht. Unidad hat sich jetzt erledigt. Tschüss, hat wahrscheinlich kaum gehört, oder? Markieren, Hauptmann. Nein, gar nicht quasi. War auch echt leise. Ich lass mal kurz ein paar von unseren Zipfelmützen-Jungs raus. Blüms. Ich bin auch nicht so für, dass die angeknastet wurden. Ja, aber die haben Zipfelmützen auf und dafür können sie was. Der letzte ist ich sehe noch einen. Gibt nur noch gute einen. Nacht. Alles klar. Wunderschön.
Haben wir doch auch schon. Was ist das? Unsere, ne, sind gar nicht unsere Infos. Mann. Zubehörteile. Mmh, auch sehr lecker. 6 Waffen und Zubehörspositionen gefunden. So, dann finden wir hier mal unsere Akten. Schön abfotografiert. Bestimmt auch eine Munikiste, oder? Von Judy und Benito verhören lässt. Der weiß, wo unsere Toten sind. Steht oben auf dem Balkon. Alle mal stehen bleiben. Es sind Gegner in der Nähe. Wo sind Gegner in der Nähe? Ich hab gerade auch den Funkspruch gehabt. Da ist einer. Ja. Bei mir kam gerade irgendwas mit einem Unidad-Stützpunkt. Jetzt nicht mehr. Feierabend. Gut gemacht. Dann war's mit dem. Also Vorräte markieren, dann Abfahrt, oder? Ich sehe hier noch Vorräte und da oben sehe ich noch ein Waffenteil. Sehr lecker. Da oben hat's noch so Informationen, Walle. Informations? Mhm. Komme ich vorbei zum Looten. Looten und Looten. Bei unseren Zipfeln mit den Clowns. Das muss drin sein in einem Spiel. Loot muss retten. Das muss drin sein in einem Spiel. Geil, ja. Das kostet zu meinen Stiefeln. Kompensator. Sturmgewehrmündung. Brauche ich nicht unbedingt. Schalldämpfer ist schon ganz geil. Und ich hab's nochmal Essensvorräte. Und bei Krümel spielt jetzt Ghost Dragon Wildlands. Hätte ich es nicht gedacht. Da freue ich mich doch. Und Felix ist wieder leise. Muss mal dein Mikrofon umdrehen. Warum muss ich um die ganze Ding rumrennen, um da hochzukommen? Weiß gar nicht so genau. Die ganze fucking Insel. Oh, da hat's noch Vorräte für mich. Mmh. Mmh. Lecker, lecker, lecker. Oh, das sind Bogen. Oh. Ah. Professionell gelöst, ich komm vorbei. Wie lange hängt der Typ schon da? Schon noch sehr am Morgen. Vielleicht 12 Stunden. Oh. So, wo ist er runtergefallen? Davon. Ah, er ist am Morto. Mause tot. Erst unter der Kappe erstickt. Seht ihr den Ständer an? Ja, da. Ich sagte doch, dass ich. Hallo. Was eine Latte. Haha. Erstmal den. Das merke ich morgen früh noch. Eifersüchtig auf eine Leiche? Achso, hier die Schnappen und Abfahrt, oder? Hier die Schnappen und Abfahrt. Holen wir uns gleich das andere Paket noch, oder? Der Ring von dem Typen stinkt. Ja, gleich machen. Der hier. Der Körperpfleger hat ja auch noch nie was gehört. Der Lümmel sieht aus wie eine Chorizo, die man durch Hundehaare gezogen hat. Gibst du mir nun endlich die Kuchen zu schrecken? Oh, flapp, 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 flapp. Hätte einer eine Banane geschält und... Richard ist älter zwischendrin deutlich auf. Oh, warte, da ist ein Unitatsoldat. Juli, hör auf da! Dann kannst du aus dem Heli rausbauen. Ich komm gleich. Jetzt wird er schlapp. Jetzt sieht er aus wie ein Tukan, der sich ewig nicht rasiert hat. Oh, moin. Ja, das ist ein Geschäftsmeeting, Moment. Schau mal bitte kurz woanders hin. Außer wenn man sie mal vorhält, hab ich keine Waffen am Heli. Jetzt noch Medizinvorräte. Plus 500 übrigens. Für die Kiste. Ups. Oh, wie viel Unidad-Freunde haben wir denn hier? Das 2 Stück, okay. Ich hab 500 bekommen. Augen auf, es sind Gegner in der Nähe. Ziel eliminiert. Alles klar. Krieg ich einfach keine. Ich würde sagen, wir nehmen das auch so. Seite ist sauber. Tun wir doch schon die Vorräte da oben. Qualvoll sterben, schreien, bis seine Lunge versagt und dann wird er weggeworfen in den Dreck, wie der Müll, der er ist. Den Heli hast du ja richtig professionell geparkt. Ja, ich habe das gut geparkt. Als ich gehört habe, da gibt's Vorräte, musste ich schnell halten. Oh, da gibt's nochmal so ein Ausrufzeichen. Oh. Ja, also überfahren. Eigentlich musste ja nur einer hochrennen, ne? Was hätten Sie gern? Bonusorden, Nachschubbefälle oder Rebellenoperationen? Ich würde sagen Nachschubbefälle. Nachschubbefälle hört sich gut. Wir sind Details zu einem Kartellversorgungsheli. Wir müssen ihn Kartellversorgungshelis. Einfach, oder?
Sollen wir. Ich brauche Versorgungsheli mit Funkausrüstung. Wann auf dem Weg zum nächsten Ordner ist eh ein Versorgungsflugzeug, das können wir auch noch machen. Versorgungsflugzeug? Ist markiert. Lass erst den Ordner machen, dann das Flugzeug. Dann können wir nämlich mit dem Flugzeug gleich abhauen. Wartet ihr nicht auf mich? Achso, der ist noch gar nicht drin. Ich dachte, der sei da. Das ist ja mein einfach stehen gelassen. Ja, gut, war der gut. Wenn ich mir so recht überlege. Warum war da gestern noch nicht? Vielleicht fahre ich da doch vielleicht lieber selber hin. Wo ist der jetzt? Felix, der ist in der Felix. Willst du sicher einsteigen in das Auto? Nee, ich glaube, ich fahre doch vielleicht lieber selber. Ich glaube, Autofahren muss ich doch noch ein bisschen üben. Bisschen? Ein bisschen ist gut, ja. Alter. Ich komme da drüber. Die Möhre ist am Sack, kannst direkt stehen lassen. Mann, ich wollte da doch nur drüber hüpfen. Gut, jetzt stehen wir hier mitten in der Pampa und haben kein Auto. Ganz toll. Ah, dann renne ich halt. Bis zur nächsten Straße. Fliegt. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Muss doch irgendwo einer sein, da ist er. Ich sehe 10. Das macht 10. Ich will damit mit den Konvois doch nicht sehen. Das ist jetzt blöd. Der letzte hat mich wohl getötet. Ungeholzt. Hat er gar nicht mitgekriegt. Läuft. Sauber. Alles paletti. Schön und schön schnell. Rauf! Dokument. Da haben wir schon mal länger gebraucht. Da haben wir wirklich schon mal länger gebraucht, ja. Wir wissen jetzt, wo die Garage ist, in der Polito seinen Sportwagen parkt. Wir holen ihn uns. Ach neu. Vielleicht erfahren wir ja, wo er und seine Freundin stehen. Penetrator. Warte, ich brauche jetzt bei ihm. Würde ich sagen, wir begeben uns jetzt mal kurz zu Armin, dem bei seinem Flugzeug helfen. Ah, ich bin gerade gestorben, ich bin bei euch gespawnt. Würde ich sagen, wir machen jetzt kurz das Flugzeug. Der letzte Larry hat LL, the last Larry. Das ist auch noch ein gepanzerter. Ja. Schon traurige Geschichte eigentlich. Was höre ich da? Ah, mein Magazin fliegen. War leer. War da nur noch einer, oder? Er ist dauernd. Sehr gut. Halt, warten Sie auf mir. Okay, die Luft ist runter. Orden. Das ist eine Auszeichnung. Sieht aus wie aus einer Cornflakes-Packung. Oder von der Air Force oder so. Darf ich dein Flugzeug fliegen? Das kannst du meinetwegen gerne tun. Ich habe jetzt nämlich gerade meinen neuen Air Force Anhänger gekriegt. Oder halt den aus der Müsli-Packung. Ja, genau, der aus der Müsli-Packung. Ah, wie geht's hier? Ich finde den Jog immer noch geil. Sie sind stumpf, aber sie sind witzig stumpf. Und noch in das Fass rein, weil giftige Kühe ist immer gut. Vorräte markieren. Welcher Antimate laut jetzt gerade das Flugzeug? Bis jetzt noch keiner, aber wenn du das möchtest, dann fliege ich gerne los. Nein! Nein, steck doch nicht auf das Motorrad. Der braucht, der Junge! Musst du warten? Steig rein, flieg los, komm! Ich am Dampfen. Wunderschönes Wetter heute zum Fliegen.
Ja, das stimmt. Warum piepst der Flugzeug? Weil es am Dampfen ist. Steuerungsabriss, würde ich sagen. Aber da kann eigentlich nicht sein. Naiv, kann ich falsch im Schuss grillen? Nein, ich hab noch zu wenig für falsche. Funk. Das ist Funkausrüstung. Da können wir noch kurz Nelly klauen. Oder was bringt das hier? Was bringt das Flugzeug jetzt? Scheiße, ich hab schnell Reise gemacht. 2000 Treibstoff. Adios. Bekomme ich das Zeug trotzdem? Nee, müsstest du ja. Wieso bist du hingereist? Ach, nach unten. Sehen Sie nun den Kamikaze-Piloten in Aktion. Landen Sie auf einer Wiese voller Kühe. Das war erstaunlich sanft. Gut gemacht. Die Rebellen werden froh über diese Ladung sein. Wir gehen. Wo das Flugzeug ist, sagen wir Ihnen später. Geil. Dann vielleicht nicht, ja. Dann vielleicht nicht, aber zweckmäßig. Ich würde sagen, wir krallen uns noch schnell den Heli. Den Sunny Heli. Ja. Wäre ich auch für. Den, der die Funkpunkte bringt. Unten gibt es aber auch noch einen Sunny Heli. Der ist quasi direkt neben uns. Ne, ich meine den anderen. Guck mal zum Hill. Der ist zwar 2,1 Kilometer weg, aber dann kann ich ja falsch umskillen. Ja, aber da unten ist ein Sunny hier, die Junge. Lass ihn zuerst mal. Was? Rechts, rechts, rechts. Kannst direkt landen. Geil! Ja, Profi. Einmal mit einem Profi. Oh, Mann. Beim Landen gestorben. 10 out of 10 points. Ja, richtig professioneller Heli-Pilot. Schon sagen. Ich glaube, Flugschule wäre auch nochmal gut. Ja, mein Führerschein fürs Auto kannst du auch gleich machen. Dann nochmal beschweren, dass da Mini-Tutorials auftauchen. Mhm. Ich weiß, wie ich ihn bedienen muss. Wie sanft oder wie stark ist das? Das bloß zu blöd dazu. Ja, gut. Das würde ich damit jetzt auch nicht sagen. Aber ich? Die Drohne ist hoch. Das glaube ich dir. Da ist ein Tango. Zivilisten aber auch. Das macht 5. Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Das sind alle. Mhm. Können wir anfangen? Ja. Ich warte gerade auf den einen da vorne unten. Der Tango ist hin. Alles okay, alles okay. Da schieß schnell den Hauptmann, Junge. Wolbing ist heute nicht drin. Ist erledigt. Der hat es noch nicht mal geblickt gehabt. Gut gemacht, räumen wir auf und dann weiter. Ja, wollt ihr Bonusorden oder Rebellenoperation? Bonusorden. Dann Bonusorden. Oder nee, lieber Rebellenoperation. Ah, Dann hätte man nämlich sowas wie Dings freischalten können, die Autos. Wir lassen die Rebellen wissen, wo sie den Nachschub finden. Sie können uns später. Ja, dass man Autos anordern kann und das alles. Ach so. Bonusorden. Ja, wenn du jetzt mal Tab hältst, hast du doch dieses Befehlsrad. Ah, kannst du da unten die Rebellen unterstützen? Richtig, alles freischalten. Geil. Auch so die Mörseranschläge und so. Prima. Ja, also fürs, wenn du eine Stealth-Mission machen willst, dann Mörserschlag, kommt das richtig. Ja. Du kannst aber auch zur Aufklärung schicken und alles. Hier gibt's auch noch mit dem Geist, ne? Mhm. Sieht übrigens aus wie Asimov-Tarnung. So ein bisschen. Na, ein bisschen schwarz fehlt, ja. Was hast du denn in den Motoren? Das sehe ich aber nicht, die drehen sich so schnell.
War aber nicht sanft. Was für sanft? Cool, wir lassen den Heli hier und die Rebellen holen ihn ab. Ob das zu meiner Klasse A-Uniform passt? Oh, da hinten ist noch eine Information. Direkt wegsnacken. Oh, da gibt's ein Dokument. Abfahrt. Geil. So, also jetzt müssen wir noch den einen Heli machen. Dann kann ich endlich meinen Fallschirm. Oh, halt, da gibt's noch einen Fähigkeitspunkt. Das ist in Ordnung. Schnell reingucken. Objekt. Ist recht drin. Delicious. Schöne Landung. Night Vision activated. Hup rein. Alle mal stehen bleiben. Es sind Gegner in der Nähe. Erstmal Dröhnchen fliegen. Dröhnchen. Hier das Dröhnchen gibt ein Tönchen. Machen. Wollte ich auch sagen, hier das Dröhnchen macht ein Tönchen. Alle, oder? Nee, hinten steht noch irgendwo einer. Tango getroffen. Bei der ganzen Kohle hätte ich gedacht, das Kartell macht schönere Orden. Wir können Schnellzugriff machen. Ich kann zwei machen. Halt, warte. Ich kann einen machen und dann Schnellzugriff, rennen. Schnellzugriff, Walle. Auf geht's. Okay. Ab zwei. Okay. Oh, Leer. Boah, war jetzt nicht so schwer. Nachschub. Rein. Felix drängelt sich vor. Was ein bisschen ätzend ist, ist hier Nachschub, dass du immer auf der richtigen Seite stehen musst. Ja, ich bin jetzt mal diese Aktion von dieser Frequenz. Vielleicht daran schneller geht. Die Rebellen-Tutorial. Und Unidateli hebt jetzt ab. Uni auffüllen. Halt, warte auf mir. Auf dir? Ne. Ne, das ist kein Unidateli. Der Unidateli wäre bewaffnet, oder? Dann nimmst du dich mit. Der steckt schon wieder nicht ein. Moin! Stimmt, Unidateli hätte jetzt noch Miniguns oder so. Okay, der wäre jetzt noch zu machen. Schön finde, ist, die Bäume biegen sich weg, wenn man fliegt. Dieses Feature kannst du in Arma suchen, solange du willst. Da biegt sich gar nichts, wenn du da fliegst. Du kannst auch beim Meli quasi einen halben Meter über Baum fliegen und es passiert nichts. Kannst du hier in der Sprungbeine fliegen und explodierst. Hier geht er nicht. Dann wird das Camp gleich daneben noch machen. Es ist erst ein schöner Tag, wenn man einen Hubschrauber geklaut hat. Erst ein schöner Tag, wenn man den Hubschrauber geklaut hat. Sollten wir uns eigentlich noch nichts markieren. Ich will nichts markieren. Ich möchte meine Fähigkeiten. So, den Fallschirm. Ja. Jetzt haben hoffentlich alle einen Fallschirm in den Laden. Ja. Kein Schmerz. Wieder schön alle Punkte ausgeben. Schön investiert. Hast schon angefangen, oder? Nein, nein. Noch nicht? Nein. Da ist ja gar nichts da drüben. Hey, wir haben einen Narco. Da und den Ruinen. Der Typ denkt, er wäre gepanzert. Denkt er das?
Sehe ich anders. Der Typ denkt, du ich musste gleich nachhelfen, Armin. Hab ein drittes Ziel. Markieren den Hauptmann. Hier ist ein Sicario. Da an den Ruinen. Alles gut, alles gut. Tango getroffen. Na, wo steht er? Down. Jetzt haben wir nämlich hier so ein Minigun-Hambi. Geschafft, alle noch ganz. Und Vorräte. Medikaments. Geil. So. Würde ich jetzt sagen, das war's für die zweite Folge. Das war jetzt 30 Minuten aufgenommen. Das werde ich ein bisschen zurechtcutten, weil okay, ich fahre. Ja. Ne? Also, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss!